Danke sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist auch vereinbart worden, das habe ich vorher versäumt zu sagen, dass vereinbart werden kann, dass zwei Redebeiträge zusammengelegt werden. Das ist hier. Mir ist gesagt worden, es sei vereinbart worden. Ich bin jetzt auch so verfahren. Ich füge aber hinzu, Herr Kollege Baumann, das heißt natürlich, Sie haben jetzt zwei Runden verbraucht. Sie kommen erst in der übernächsten Runde wieder dran. Das ist logisch. Gut, damit ist der nächste Redner Dr. Karl Lauterbach. Und tatsächlich uns viel mehr einzusetzen für Inklusion. Und das will ich an dieser Stelle sagen, die Krokodilstränen der AfD, Sie, die Anfragen stellen, wie viele Menschen mit Behinderungen denn Kosten für die Gesellschaft verursachen, die sich über Inklusion lustig machen, dürfen nicht so reden, wie Sie hier geredet haben. Und tatsächlich, alle Menschen werden googeln können, AfD und Inklusion und ihre Scheinheiligkeit im Umgang mit Menschen mit Behinderungen hier feststellen können. Als Zweites sagen Sie, Sie wirken wie ein Überziehungskredit an verschuldete Südstaaten. Ja, Herr Baumann, das haben Sie in der Pressekonferenz auch gesagt. Ich wiederhole das Argument gerne. Die Targetsalden sind keine Kredite. Es fließt gerade kein Geld von Deutschland in die anderen Staaten, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Deutsche Waren werden zum Teil verkauft und Geld fließt vom Ausland nach Deutschland. Das ist nun alles andere, aber kein Kredit. Drittens, Deutschland muss sich Sicherheiten überschreiben lassen, haben Sie gesagt. Aber Sie wissen doch auch, Herr Böhringer, dass Gold- und Devisenreserven der Nationalen Notenbank bei weitem nicht ausreichen würden, solche Sicherheiten darzustellen. Geld hat schon lange keinen Gegenwert mehr in Gold oder anderen Sicherheiten. Spätestens seit Ende der 70er Jahre des letzten Jahrtausends ist dieses System international abgeschafft. Geld erhält alleine seinen Wert dadurch, dass man darauf vertraut und dass der Staat und die Steuerbehörden. Herr Baumann, hören Sie doch zu. Ich habe sogar bei Ihrer Pressekonferenz zugehört. Also. Wie haben Sie unmittelbar nach der gescheiterten Wahl es selber formuliert? Und jetzt zitiere ich ausnahmsweise mal die AfD. Sie haben gesagt, falls unsere Kandidatin nicht durchkommt, wollen wir die Arbeit des Bundestages systematisch behindern. Damit wollen wir das Ansehen des Bundestages nachhaltig beschädigen und das Vertrauen in unsere Demokratie erschüttern. Das ist ein wörtliches Zitat. Das ist ein wörtliches Zitat von Ihnen. Da muss man sich doch zu Recht fragen. Und das. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie bitte die Frau Kollegin Steffen ausreden lassen. Wenn Sie was zu sagen haben, können Sie ja vielleicht eine Kurzintervention anmelden. Liebe Frau Kollegin. Ja. Da muss man sich doch zu Recht fragen. Und das fragt sich übrigens die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in ihrer aktuellen Ausgabe auch. Und diese Zeitung hat, weiß Gott, nicht den Ruf, wie Sie immer so schön sagen, eine rot-links versiffte Zeitung zu sein. Genau der Euro hat nämlich zu mehr Handel, mehr Investitionen und mehr Stabilität geführt. Und dazu hat übrigens das Target-2-System sehr zu beigetragen. Ich habe schon mal zum Antrag geredet, in meiner Rede vom 28. September 2018. Lesen Sie nach, was ich dazu gesagt habe. Es ist ja so, dass wir im Bundestag hier kontroverse Themen diskutieren. Deswegen sind wir alle hier und dafür sind die Debatten da. Und das kann auch mal hitzig werden und das kann auch rhetorisch werden und da kann auch mal Austausch stattfinden. Aber was wir doch bitte nicht machen, dass wir uns verleumderisch begegnen und behaupten, wir hätten gesagt, wir wollten den Parlamentsbetrieb hier behindern, systematisch oder sonst. Wir haben genau das Gegenteil gesagt. Wir werden das nicht machen. Wir werden das nicht machen. Was wir machen, wir setzen die Wahlen auf für den Vizepräsidenten, der uns zusteht. Sie lehnen Kandidat auf Kandidat ab. Wir stellen neue zur Wahl. Das kostet wertvolle Zeit, dem Bundestag hier, wo eigentlich Debatten stattfinden sollten. Sie behindern den Parlamentsbetrieb, indem Sie 6 Millionen Wähler draußen, die uns hier reingewählt haben, verhindern, dass wir entsprechende Vizepräsidenten hier kriegen. Sie behindern. Aber worauf es in erster Linie ankommt, hören Sie mit den Verleumdungen auf. Sagen Sie, wer das gesagt haben soll von uns, dass wir das behindern wollen systematisch. Frau Steffen, Sie haben gelogen. Sagen Sie, welche Quellen Sie haben.
oder schweigen Sie still? Frau Kollegin, wollen Sie dazu antworten? Bitte schön. Ich lasse mir von Ihnen mit Sicherheit nicht den Mund verbieten, Herr Kollege. Dass Ihre Kandidaten nicht gewählt werden, ist Demokratie. Da müssen Sie sich mit abfinden. So geht es hier zu im Parlament. So, und jetzt zu den Zitat. Mein Zitat war wörtlich entnommen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von der aktuellen Ausgabe. Schauen Sie da rein. Und jetzt sage ich Ihnen noch ein wörtliches Zitat von Ihnen. Augenblick. Genau. Herr Gauland hat gesagt, ich zitiere wörtlich, wenn man Krieg haben will in diesem Bundestag, kann man Krieg bekommen. Und das gehört sich wirklich nicht. So, Herr Kollege Baumann, wenn Sie bitte wieder Platz nehmen. CDU und SPD haben Europa mit einer brutalen Kürzungspolitik gespalten und entsolidarisiert. Wir stehen vor einem europäischen Trümmerhaufen. Europa geht nur friedlich und sozial oder gar nicht. Und bei der Europawahl am 26. Mai sollte jeder bei der Stimmabgabe darüber nachdenken, die linken Kräfte in Europa zu stärken und die rechten zu schwächen. Vielen Dank. Diese Goldbesessenheit der AfD ist wirklich kurios. Erst sollte die Bundesbank ihr Gold aus dem Ausland heimholen. Dann startete die AfD ihren kleinen Goldhandel, um bei der Parteienfinanzierung besser abzuschneiden. Das glänzende Edelmetall scheint auf sie eine besondere Faszination auszuüben. An dieser Stelle möchte ich aber daran erinnern, dass der Goldstandard des Bretton Woods-Systems seit fast 50 Jahren nicht mehr gilt. Der Euro ist stabil, weil es Vertrauen in die Währung gibt, nicht weil in den Tresoren der Zentralbanken Goldreserven im Gegenwert unserer Münzen und Banknoten schlummern. Ich will doch noch eine Sache zu dieser Vizepräsidentenwahl sagen, weil zum Beispiel Herr Friedrich hat mindestens zwei Eigenschaften. Er ist von einer Fraktion vorgeschlagen und er hat in diesem Hause eine Mehrheit. Wer diese beiden Eigenschaften nicht hat, ist auch kein Vizepräsident. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe bei Ihnen das Gefühl, Sie wollten mir vorschreiben, wen ich hier wählen soll. Aber das würde dem demokratischen Grundprinzip jedenfalls dieses Hauses nicht entsprechen. Und diesen unterschwelligen Zwang, den Sie ausüben wollen, indem Sie sagen, jetzt wählt uns doch, wir brauchen eine Mehrheit. Wie verträgt sich das eigentlich mit Ihrem Verständnis, mit demokratischen Wahlen überhaupt hier sitzen zu dürfen? Jetzt müssen Sie Demokratie auch hier fortsetzen. Also da kommen Sie nicht dran vorbei. Und die große Trauer ist auch gespielt und diese Exklusivität, denn das ist ja schon mal passiert. Wir haben vor vielen Jahren schon mal jemand, der vorgeschlagen wurde, nicht gewählt, hatte keine Mehrheit und folglich war er kein Vizepräsident. So einfach ist das. Das ist Solidarität. Und ich will Ihnen sagen, wo das Ende ist. Das Ende Ihrer Politik ist Kleinstaaterei. Deutschland für sich, Frankreich für sich, Bremen für sich, Saarland für sich. Sie merken, was ich gerade mache. Und das würde Leuten gefallen, zwei Leuten zumindest, nämlich Trump, das ist der eine, um den will ich mich jetzt nicht so genau kümmern, aber auch Putin, aber da kümmern Sie sich ja schon drum. Sie bekommen aber mit in den letzten Tagen, dass die AfD an einer Koalition arbeitet, auf europäischer Ebene den Euro abzuwickeln, registriert aber gleichzeitig, dann gibt es ja ökonomische Probleme, die den Haushalt betreffen. Und diese Lösung wollen Sie schnell woanders hinschieben, nach dem Motto, ihr müsst vorher die Sicherheiten einfordern, die andere dann entsprechend geben müssen. Haben Sie mit Herrn Salvini darüber gesprochen, über die Risiken? Welche Risiken ist in Italien da bereit zu geben? Also, Sie wollen den Euro ablösen, Sie wollen ihn auflösen, Sie sehen das, Sie sind das Risiko, weil Sie den Euro abwickeln wollen. Besten Dank, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich gleich mal auf den Kollegen Dr. Kessler eingehen. Ich kann Ihnen nur sagen, der Wunsch von Ihnen, die Regierung wäre uneins und handlungsunfähig, da muss ich Sie leider enttäuschen. Wir hören zu, wir debattieren und dann entscheiden wir. Und ich möchte Ihnen auch gleich noch sagen, das, was Sie hier gerade gebracht haben, das passt genau zu Ihnen. Sie wollen keinen Wettbewerb und deshalb gebärden Sie sich so und Sie propagieren unter dem Begriff der Solidarität Ihre Staatsmedizin und das ist nicht unsere Ausrichtung. Der vorliegende Antrag der Linksfraktion ist ein
sich in meinen Augen immer wiederholendes Dokument, das maximal durch ausgetauschte Wörter auffällt und ohne jegliche Beweise und Studien auskommt. Die Forderung nach einer sogenannten Bürger- oder Einheitsversicherung ist bewiesenermaßen keine Alternative für das deutsche Gesundheitssystem und würde zu deutlichen Qualitätsverlusten in der Patientenversorgung führen. Und nicht nur, dass diese Idee einer vereinheitlichten Versicherung den Wettbewerb ausbremst, so beinhaltet der Antrag auch konkrete Falschaussagen, wie Sie vorher wieder mal bewiesen haben. Auf das Thema gehen Sie überhaupt nicht ein. Wir haben jetzt schon 2000 Ärzte, die Deutschland jährlich verlassen. Was für ein Exodus würden Sie denn auslösen? Sie gefährden mit Ihrem unausgegorenen Antrag die medizinische Versorgung der Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren. Und Sie gehen doch überhaupt nicht auf die Wünsche der Menschen ein. Nach Bonus. Möglichkeiten nach vielleicht Eigenbehalt, nach dem Verzicht auf Leistungen. Das spielt bei Ihnen anscheinend überhaupt keine Rolle in Ihrer sozialistischen Einheitswelt. Wir locken Menschen mit Sozialleistungen in dieses Land, vor allen Dingen Menschen, die wenig leistungsfähig, wenig leistungswillig sind. Wir binden sie an unser Land. Und auf der anderen Seite, ja, mit hohen Steuern und Sozialleistungen schrecken wir leistungsfähige, gut ausgebildete, damit auch potenziell besser verdienende ab. Und vertreiben Sie unter Umständen sogar, ich sprach eben schon von 2000 Ärzten, die dieses Land jedes Jahr verlassen. Meine Damen und Herren, wir brauchen mit Sicherheit nicht das, was Sie immer wieder fordern, immer mehr Beiträge, immer höhere Abgabensätze. Wir brauchen eine Entlastung für unsere Bürger und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Weinberg. Herr Kollege Weinberg, ich gehe davon aus, dass Sie sich vorhin nur am Kopf gekratzt haben. Und das, ja, ja. Gut. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Debatte das jetzt ist über mehrere Legislaturperioden schon, die ich hier erlebt habe. Immer mit dem gleichen Antrag, ja, dem ideologisch bedingten Antrag, ja, PKV abschaffen. Jedes Jahr, jede Legislatur die gleiche Leier. Und ich muss Sie doch fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ist es Ihnen immer noch nicht aufgefallen, ich weiß nicht, möchten Sie hören, was ich sage? Das wäre sehr nett. Leider habe ich keine Zeit mehr, weil ich weiß, mein Präsident ist immer bei mir besonders streng, deswegen kann ich darauf leider nicht mehr eingehen. Vielen Dank. Frau Kollegin Aschenberg, nochmals herzlichen Dank, aber ich bin nicht Ihr Präsident, sondern der Präsident des Deutschen Bundestages. Und zudem bin ich bei Ihnen nicht strenger als bei allen anderen auch. Aber es war ein guter Abschluss. Frau Kleinschmalk, wir befinden uns nicht in Schützengräben. Und Antworten können Sie auch erst von uns erwarten, wenn Sie mal Konzepte vorlegen, die wir bewerten können, mit denen wir uns auseinandersetzen können. Solange das nicht stattfindet, können Sie von uns nicht erwarten, dass wir uns dezidiert dazu äußern. Hören Sie erst mal zu, vielleicht verstehen Sie dann, was wir meinen. 9 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Hören Sie doch mal auch rumzulabern, hören einfach mal zu, das wäre auch mal eine Möglichkeit. Eigentlich bin ich jetzt theoretisch schon ein bisschen fertig, aber ich muss noch ein bisschen was, obwohl Herr Schneider schon was zu Ihrem Antrag sagen. Es hat mich unmäßig und es hat mich fassungslos und traurig gemacht, dass Sie ehrlich gesagt so einen Antrag stellen. Den haben Sie, wie wir gehört haben, schon 100 Mal gestellt. Und Sie sehen ja immer, dass es den Leuten die Sprache verschlägt hier draußen und natürlich auch den neuen Abgeordneten, die hier im Parlament sitzen, was Sie da machen. Ich zitiere einfach mal einen Teil Ihres Antrages. Altersrückstellungen sind in den Bilanzen der PKV aufzulösen und als Ausgleichszahlung an den Gesundheitsfonds zu leisten. Geht's noch? Wir reden von einer Rücklage von 250 Milliarden Euro. 250 Milliarden Euro. Sie prellen damit einen Großteil der Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und das können wir nicht mitmachen. Das ist soziale Ungerechtigkeit und das ist soziale Enteignung, meine Damen von den Linken und Herren und wie auch immer. Wollen Sie unsere Lehrer, unsere Polizisten, unsere Ärzte, unsere Künstler in die sichere Altersarmut schicken? Schämen Sie sich. Karl Marx würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er Ihren Antrag hören würde.
Also bei manchen Äußerungen der Linken gerät man ja öfter mal ins Staunen. Also jetzt nicht darüber, dass wir dieses Thema wie ständig grüßt das Murmeltier wieder hier im Plenum debattieren. Aber im Grunde ist es ja nichts anderes, was Sie uns um die Mittagszeit hier wieder präsentieren, als ein fades Gericht, neu aufgewärmt, wieder vorgesetzt. Und dann wundern Sie sich, warum das hier niemandem schmeckt. Und wenn man Ihnen zuhört, dann hat man immer den Eindruck, dass in Deutschland das ganze System den Bach runtergeht, die Gesundheitsversorgung am Abgrund stünde. Und insofern möchte ich auch den Kollegen Kessler noch mal daran erinnern, wir sind jetzt 200 Jahre nach Karl Marx, dass wir uns hier nicht im Klassenkampf befinden, und das sollten Sie bei der Diskussion auch mal ein bisschen beherzigen. Vielen Dank. Bevor ich die nächste Rednerin aufrufe, möchte ich das Ergebnis bekannt geben über die Wahl eines Stellvertreters des Präsidenten des Deutschen Bundestages. Abgegebene Stimmzettel 635. Ungültige Stimmzettel einer, mit Ja haben gestimmt 210 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 393 Abgeordnete, 31 Enthaltungen. Der Abgeordnete Gerold Otten hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen nicht erreicht. Er ist zum Stellvertreter des Präsidenten somit nicht gewählt.